Viele Leute sind gegangen, ein paar Leute kamen dazu. Heute sind wir eine Familie, so viel mehr als nur eine Crew. Bin gestartet from the bottom, hier am Airport, verdammt. Vom Tellerwäscher hin zum Millionär war mein Plan. Fühlte mich verloren, ganz allein hier in der Stadt. Doch dann traf ich auf Marv und von dort an ging es ab. Hier mal nen Blunt und da mal Tequila. Kohle verprassen im Pölster am Pier. Dinger gedreht und vielleicht übertrieben. Kippen und Cash aus dem 24-7. Ich hab niemals den Traum aus den Augen verloren. Warum laufe ich eigentlich? Rapper zu werden, ich bin dafür geboren. Also schreib ich, verdammt. Ich hab so viel geschrieben, mir blutet die Hand. Macht es überhaupt Sinn, sind die täglichen Fragen. Doch ich kann, weil ich will, was ich muss, würde Kant sagen. Glaub an dich, man believe in yourself. Geh dein Weg, mach dein Ding und regel es. In der Gesellschaft von Neid wird dir niemand was schenken. Zieh durch, mal und scheiß drauf, was andere denken. Glaub an dich, man believe in yourself. Eieiei. Moment. Ist kompliziert mit Bounce. Hey, hier. Hi, du, ich wollte noch mal kurz fragen. 10.12. oder 13.12.? Wissen wir noch nicht. Wisst ihr noch nicht? Okay. Nee. Dann muss ich jetzt gleich. Dann macht's bitte nicht 10., weil dann setze ich mich für, wie heißt's, lasse ich mich für ein Rennen zuteilen. Als Aufsichtswache. Na, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es 10. wird, ist groß. Tatsächlich. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es 10. wird, ist groß. Okay, ja gut. Okay, wir klären das schon irgendwie. Ja, das Problem ist halt Alice, ne? Also wir haben da keine Macht mehr drin. Alice muss uns das quasi sagen und ja. Die hat ein bisschen was zu tun. Du hältst mich auf dem Laufenden, wie wo war? Na klar. Gut. Dann ciao, Markus. Bis dann. Jo, ciao. Scheiße. In der Gesellschaft von Leid wird dir niemand was schenken. Sieh durch, Mann, und scheiß drauf, was andere denken. So oft wurde ich belächelt und in Schubladen gesteckt. Der Junge, der nichts kann und an seinem Traum verreckt. Aber scheiß drauf, ihr frisst jetzt mein Feinstaub. Ich baller die Tracks raus und gönne mir eine Eis auf. Nein, ihr kriegt mich nicht klein, ich gebe nicht klein. Wieso steht ihr Finns Auto? Ich bin doch kopiert meinen Rap-Style. Ja, ich bin ein Rap-Teil und ich lass euch wissen. Jeder, der mich betteln will, wird in der Luft zerrissen. Ich bin schon der König des Battle-Raps. Leute kommen an und sie betteln echt. Doch betteln nicht mich, sondern betteln bei mir, denn dann hat meine Aura. Kennt ihr das Cash? Und Kohle stinkt nicht, das weiß ich. Und auf einmal melden sich die Leute, weil du reich bist. Frei nach dem Motto, hast du was, bist du was. Scheiß ich auf das, was ich habe und puff die Blanz. Es zu dem Haar, ja, der upcoming Star. Von der Straße ins Studio, inshallah. Glaub an dich, mach believe in yourself. Geh dein Weg, mach dein Ding und regel es. In der Gesellschaft von Neid wird dir niemand was schenken. Zieh durch, Mann, und scheiß drauf, was andere denken. Glaub an dich, man believe in yourself. Geh dein Weg, mach dein Ding und dann regnet es Geld. In der Gesellschaft von Neid wird dir niemand Moment. Schenken. Zieh durch, Mann, und scheiß drauf, was andere Das ist nicht denken. Das, was ich denke, was es ist, oder? Glaub nicht. Nein, ich glaube nicht. Jetzt einmal ein Autohändler hier. Die auch was draußen stehen haben, das ist halt wichtig. Hat ja nicht jeder was draußen stehen, you know? Gab's hier nicht so ein. Hier, Webbit oder. Kann man get on Muscle Cars? Ja, gut, Muscle Cars interessieren mich jetzt wirklich nicht. Also zum Stadtpark. Boah, nee, auf Stadtpark habe ich jetzt aber gar keinen Bock. Wir radeln einfach ein bisschen rum. Heute ist Sporttag. Weil er hierfür gemacht ist, egal wie lang die Nacht ist. Von Drugs auf der Street in der Nachtschicht bis hier war ein langer Sporttag. Aber yo, er macht es. Weil ihm diese Mucke hier ist, seine Kraft gibt. Egal wie viel Steine auf dem Weg liegen, er packt es. Er packt theoretisch kein Problem, doch jetzt folgt die Praxis. Seine Worte haben Gewicht, weil der Typ kein Spaß ist. Sorry, sind schon witzig, doch er lacht nicht. Weil ihr nichts von dem erlebt habt, was ihr quatscht. Er sieht euch an, wer ihr seid und er rafft es. Er wünscht euch alles Gute und er hofft, ihr verkraftet. Gute Nacht, Bitch, die Lügen in deinen Augen werden dich eines Tages ficken und das kannst du mir ruhig glauben. Deine Sucht ist nur ein Zeichen dafür, dass du es verkackt hast. Am Ende stehst du vor dir selber, Nutte, und das war's dann. Er macht, was er sagt. Er lügt, wenn er spricht. Ihr Motherfuckers. Alles kommt bald ans Licht. Er macht, was er sagt. Er lügt, wenn er spricht. Ihr Motherfuckers. Der zweite Part geht an alle, die noch echt sind, in denen gutes Herz schlägt, die fühlen, was gerecht ist.
Ihr seid viel mehr als die anderen und das rächt sich. Werdet nicht genauso wie sie, doch vergesst nicht. Vergesst seid ihm gnädig und vergebt ihnen ihre Schwächen, doch vergesst nicht, wie sie euch behandelt haben, Alter, echt nicht. Ihr seid mächtig, Mann, ihr wurdet nur geknechtet. Oh, in jedem steckt das ist schlecht. Queen und ein King, ihr vergesst das ist schlecht. Die Welt war hässlich, der Alltag von wir sind nicht umfahren lassen von dem Kiwi-Wagen, ey. Ah, da kommt man nicht rein, ne? Okay, das sind eh nur die ganz seltsamen Autos. Zeigen, ob du besser bist. Doch bis dahin ist noch Zeit, also komm schon besser dich. Ja, Scheiße, tut mir leid. Da steht Buffalo. Für mich doch, das liegt darin, dass in deinem Rest keine Message hat. Wer macht, was er sagt? Da stehen Autos draußen. Doch, Muscle Cars angucken, okay. Steht auch ein Buffalo. Zwei sogar. Den Ding. Im Schrank habe ich mir nur eingebildet. Ja. Ist ja ein Ding. Reichtum ist das Reich der Fantasie. Huch. Hä? Sie kann dein schlimmster Feind sein. Okay, mein Navi möchte anscheinend nochmal nach Hause. Aber, also, ne? Weißt, Westside. Eastside. Southside. Okay, dann war gut. Na dann. Wenn das Navi das möchte. Schwelgen wir ein bisschen in Erinnerung. In der East West South Side. Kann man mit dem Fahrrad in die Waschanlage? Doch ich bin noch nicht fertig. Feministic Häschen. Fragst theoretisch für einen Freund? Wäsche waschen, kochen und so'n Scheiß wirst du nie machen. Das ist ein Frauending, du machst dich doch nicht zum Affen. Ich soll back in the kitchen, brauch mir lieber mal ein Haus. Hat sich ganz schön viel angestaut, das alles muss mal raus. Was für Sandwich machen, verpiss dich, geh mir was jagen. Ohne Reh nach Hause kommen, solltest du besser nicht wagen. Ich arme, schwache Frau, brauche Hilfe, ich flipp gleich aus. Mach dich doch mal nützlich, krieg das Gurkenglas nicht auf. Wenn ich dich so anschaue, da fehlt es echt an vielen. Um ein echter Mann zu sein, musst du noch viel trainieren. Denn ohne Bart und Muskeln bist du ganz schön pathetic. Bitch, so wie du aussiehst, killst du meine Net-Aesthetic. Sag dein Homie, sie ist cute, frag du nach ihrer Nummer. Denn du bist hier das Alpha-Mate, sonst kriegt er sie ja nie rum. I'm only in Wohnung ist frei. Guys, die mich ganz bewusst klein halten. I wanna stay at home, muss ja deine Wäsche falten. Ich glaub, so langsam blick ich durch, verstehe, Alter. Wie du denkst. Lässt dir nichts sagen von einer Frau, weil du dich nicht beschränkst. Denn seine Fehler eingestehen, das zeigt von purer Schwäche. Gaslighting ist easier, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn Männer sich mal beefen, wird's geklärt mit blanken Fäusten. Tut mir leid, dass dumme Männer das in eure Köpfe schleusen. Der Shit ist primitiv und auch das ist ein Problem. I really hope you see that. Leute müssen das verstehen. Kommt deine Schwester zu dir, ist am Wein und völlig broken. Entfacht in dir nur pure Wut, ich werd den Scheißkerl smoken. Nicht jedermann schiebt deinen Testo-Film. Jetzt mal ehrlich, ich bin ein selbstbewussten Mann, der mich supportet, gerne durch. Für mich da ist. Don't pretend being tough und es gibt nichts, was dich verletzen kann. Denn Männer, die Emotions zeigen, sind Real Talk attraktiver. Einfühlsam, cuddly, supportive, das der reale Shit. If she had a long day at work, bring du doch einfach Essen mit. Man mag mir zwar nicht glauben, aber ich liebe euch Männer. If we would work together, dann kommen wir auf einen Nenner. Cause if we're being honest, all we do is love each other. Wenn du nicht weißt, wie's besser geht, treat her like your mother. Treat her like your mother. Hallo, warte! Also rein theoretisch machen wir dem jetzt auch schon wieder Schluss, was? Es tut mir leid. Oh. Oh. Da vorne ist Blaulicht, da sollten wir nicht hinfahren. Ja, nun. Wir haben es geschafft, Respekt auf der Street. Sorry. Ich hab Nein gesagt. Sind Verlierer, 100k in meinem Schließfach. Ich
Ich hab Nein gesagt. Auf der Bahn, tausende Willen, sie schlucken bittere Pillen, während Nein gesagt. Ich würde es ein bisschen fühlen, wenn ich gleich verfolgt werde, weil ich hier so rumfahre, so auffällig. Das ist ein Liebeslied, weil es so wenig davon gibt. Ja, ja. Oh. $50 und die Show geht los. Eine Menge Spaß für so ein bisschen Mut. Ich nehme eine Nase Duft aus der Tüte und schon rieche ich das Beste der Blüte. Mach ein wenig. Sehr gut, Mathe. Erste Hürde genommen. Ich hab mich hervorragend. In den Songs verloren. Ich dreh den nassen Joint und merke, wie es zählt. Versinke im Flow, zu dem sich mein Kopf bewegt. Die Flamme erklimmt und die Tüte brennt. Ich bin völlig locker und ungehemmt. Nebenbei lustige Videos reinhauen. Nach einer Stunde bereit, um den nächsten zu bauen. Völlig high und nur noch am Lachen. Absolute Liebe empfinde ich nur beim Kaffee. Mary, das ist dein Liebeslied. Und ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt. Ja. Yeah. Mary, so high, werd ich nur mit dir. Ja, ich scheiß auf ihr. Yeah, denn meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Mary ohne dich, das geht nicht. Ich bin glücklich, denn ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ah, ah. Auf geht's in die nächste Runde. Gefühlt wie eine Stunde vergeht eine Sekunde. Die Zeit bleibt stehen, ich genieße den Tag. Sehr gut, Extreme, das Gefühl, sehr gut. Was ich am meisten mag. Hier ist eine Tüte Zirkus oder Schokolade. Scheiße, nichts mehr da, nur eine leere Schublade. Was kochen oder doch lieber bestellen. Erstmal besuche ich diverse Tankstellen. Warte mal. Ich glaube, ich leg mich da erstmal hin. Kaum auf der Couch hab ich nur Blödsinn im Sinn. Bin nur am Lachen, noch weiß nicht, warum meine Gedanken sind irrational und dumm. Ich schließe die Augen und beginne zu fliegen. Davon kann ich wirklich nie genug kriegen. Denn Mary, das ist dein Liebeslied. Und ja, Flughafen hatte ich auch schon witzige Begegnung. Das ist absolut richtig. Mary, so high, werde ich nur mit dir. Scheiß auf Bier, denn meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Meine Mary ist hier. Aha. Mary ohne dich, das geht nicht. Ja, ich bin glücklich, denn ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Mary, so high, werde ich nur mit dir. Ab ein Zufall. Hey, Dom. Hey. Na? Wo bist du gerade? Ah, vor deinem Büro. Was? Vor deinem Büro. Wie, was? Vor deinem Büro. Jetzt bitte nicht erschrecken. Nami will dir was zeigen. Oh, weia. Alles klar. Ach, da ist er. Hi. Hi. Guck mal. Was? Bin fest. Was? Was? Ist also noch mal. Nein, definitiv nicht. Warum was zum Teufel? Warum? Ja, ich hab hier Fettwurst. Warum? Warum nicht? Okay, warte. Ich frag noch mal. Warum? Warum nicht? Oh Gott. Ich find's super. Hoffentlich gibt's was auch für Kerle. Jetzt kann ich überall ganz rumlaufen definitiv und kann dein Fan sein. Super. Da ist auch irgendwas auf dem Rücken, aber ich kann es nicht sehen. Ich kann es auch nicht sehen, ja. Du musst dir deine Haare abschneiden. Was ist denn das? I don't know. Ich weiß es nicht. Das ist ein... Sieht aus wie eine Pinata oder so. Ja. Oh ja. Ja. Ja, gern geschehen. Wird immer besser. Ja, gern geschehen. Kein Problem. Natürlich echt mit Signatur und so. Ja, jetzt habe ich es auf meinen Brüsten und in meiner Tasche. Ist ja super. Gut. Das klingt falsch. Das klingt wirklich ein bisschen falsch, aber ey. Ist nur weil du willst, dass es falsch klingt. Ja. Also erstmal, siehst du, ich habe jetzt Fanmerch. Ja, weil ich übelster Fan bin. Ja, und dann muss ich mich entschuldigen, dass Dom jetzt so lange in Arbeit festhing. Das war aber tatsächlich nicht unser Versagen, sondern jemand hat gesagt, ich bin gleich da. Das war 22:44 Uhr.
21.54 Uhr. Ja. Und da war er dann 22.31 Uhr. Ja, sehr gut. Super. Also quasi so ein Dom-Move. Ja. Ja, so ein bisschen. Gut, dass er das jetzt nicht gehört hat. Ja, absolut. Also ja. Es tut mir echt leid, ich habe Dom auch ungefähr 50 Mal gesagt, er soll losfahren, ich komme schon irgendwie weg, aber er hat gesagt, nein, wir sind hier mitten im irgendwas, war denn das gerade? Ja, Dragomir, glaube ich. Weil wir waren, ich wusste gar nicht, dass so ein kleiner Trailerpark hinter dem T-Rex-Diner. Kennst du das T-Rex-Diner? Nee, das sagt mir, ach nee, warte, war das so ein lila Dino oder sowas? Ja. Jetzt da bin ich schon mal vorbeigefahren, glaube ich. Ja. Und da kannst du quasi in den Wald fahren und dann sind da Trailer. Ja, sehr spannend. Wusste ich auch nicht. Fand ich auch. Ja. Und da hingen wir jetzt ein bisschen fest und ja. Es ist mir ein bisschen unangenehm, dass du dieses Oberdeck sagst. Aber warum? Warum, Nami? Und wo hast du das her zum Teufel? Ja, das sage ich dir doch nicht. wo ich mir dein Fan-Merch kaufe. Nee, ich merke das schon. Ach Gottes Willen. Ich habe tatsächlich auch ein H1-Shirt gefunden. Oh mein Gott. Guck mal, Dragomir, ich bin Harriet-Fan. Ja, super. Das hinter mir ist Harriet. Das weiß er, glaube ich. Ja. Ey, Dragomir. Das ist sogar noch besser, das einfach anzuhaben, wenn ich neben dir stehe. Ja, großartig, ja. Mhm, könnte ich auch. Kannst du auch so einen Pfeil drauf machen. Ja, naja, ich kann einfach die ganze Zeit so rumlaufen. Wow. Ja, klasse. Einfach so, das ist sie. Ja, überhaupt ist nicht super, unangenehm. Nee? Nee. Na dann mach ich's, wenn es nicht unangenehm ist. Klasse, freu mich. Oder? Warum? Hast du da schon wieder die Liste auf? Ja, ich muss noch. Ist es nach 22 Uhr? Es ist ein paar Minuten nach 22 Uhr. Ein paar Minuten nach 22 Uhr. Ja, frag mal Harriet, wie viel paar Minuten nach 22 Uhr es gerade ist. Frag mal Harriet, wie lange sie hier schon steht. Ich meine, theoretisch überziehe ich gerade nur 20 Minuten, weil auf VNet steht ja 22.30 Uhr, ne? Das sollte eigentlich nicht mehr da stehen. Ich glaube, das steht da immer noch, ne? Warum? Wo steht das? Ich glaube, das steht da noch. Ich glaube, du lügst. Ich gucke das jetzt nach. Wenn das da nicht mehr steht. Dann hast du ein Problem, Dragomir. Dann musst du noch mal so ein Haus verkaufen an so zwei komische Leute. Nein, da steht wirklich 22 Uhr. Verdammt schade. Ist mir gewünscht. Dom! Warum steht da immer noch 22.30 Uhr? Magst du Dom heute vielleicht nicht anschreien? Das wäre mir ganz lieb. Was kriege ich jetzt dafür, dass ich tatte? Nix. Du wirst nicht gekündigt. Achso, ja, super. Das kriegst du dafür. Nehme ich. Ja, wunderbar. Gut, so jetzt, Dominik, bitte dein Tablet weg, kümmere dich bitte um deine Frau. Und wir gehen rein, wenn du arbeiten musst. Weg, los. Hab viel Spaß. Ich brauche immer noch Termine. Das macht Allison, nicht ich. Oder Dom. Allison hat den 6. Ja, bestätigt. John? Sage mir mal, meine liebste Harriet. Ja. Herzallerliebster Jon. Ich hatte dich doch gebeten oder wurde es mir angeboten, dass du mir mit Markus Junge seinen Abschied ein bisschen helfen würdest. Ja. Ist da schon irgendwas passiert? Gibt es da irgendwas Neues, von dem ich wissen könnte? Nee, ich habe eine Idee, aber das habe ich noch nicht geplant. Das mache ich morgen. Okay. Morgen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja, sehr schön. Ja, aber ich habe sie versprochen und dann mache ich das auch. Ja, nee, alles klar. Ich wurde das halt einfach, weil es war bei mir gerade, bis gerade eben ich darauf angesprochen worden bin, war es gerade auch weg, weil viel zu tun, Moto Stress und so. Ja, ja. Ich war ja die letzten zwei Tage ein bisschen eingespannt, aber morgen mache ich das. Keine Sorge. Sehr schön. Na klar. Na gut, dann grüß Kippi von mir. Der schläft schon lange. Ja gut, dann mach ich ihn wach. Nee, das lasse ich lieber. Geh auch gleich ins Bett. Ja, dann grüß ihn auch immer. Bis dann. Jo, ciao. Ach, jetzt habe ich nichts zu tun, hätte schon. Ja, komm, lass uns fahren. Okay. Vergiss dein, ist das dein Ver- Oh Gott, Kopfschmerz hier. Okay. Bis gleich. Ja, wenn Allison den 6. bestätigt hat, dann ist ja der 6. schon mal safe. Würde ich sagen. Da sollte ich 20 Uhr können. 20 Uhr Sonnenuntergang. Dann können wir theoretisch. Ist die Tür noch offen? Ne, schade. Muss wohl anrufen. Wo sie 3 Meter von mir entfernt steht. Muss ich wohl anrufen jetzt. Da.
Dom hat schon wieder Kopfschmerzen, deswegen kann ich kurz nochmal mit dir sprechen. Ich mache einfach die Tür auf. Ja, genau. Perfekt. Au. Oh, Entschuldigung. ja. Er hat mir gerade noch, bevor er direkt wieder Kopfschmerzen bekommen hat, sagen können, dass Allison jetzt den 6. bestätigt hat. Ja. Das heißt für dich am 6.12. wäre Trauung. Ja. Ja. Mit 5 Leuten insgesamt. 5 Leute. Ja. Also ihr, die 2 Trauzeugen und Allison wahrscheinlich, ja? Richtig. Absolut richtig. Hä? Wo? Möchte ich mit Dom gleich klären. Ich habe vielleicht eine Stelle gefunden, die ihm gefallen könnte. Wenn ihm die gefällt, dann sagen wir dir das. Oh, bitte lass ihn mit dem Helikopter hinfliegen. Nein, natürlich nicht. Würde ich niemals tun. Hätte ich auch lieber nicht getan, aber naja. Anderes Thema. Ja, okay. Und dann würde es ja Sinn machen, am Wochenende tatsächlich die Feier zu machen. Das passt, glaube ich, allen besser. Insgesamt. Ja. Dann würde ja, also für mich persönlich würde dann eher nur der 10. in Frage kommen, statt der 9. Da weiß ich aber noch nicht, was Dom von... Wochenende vorher, ne? Genau, das ist das Wochenende vorher, da wollten wir halt nicht heiraten, weil Allison an dem Wochenende nicht da ist. Deswegen, ja. Okay. Können wir aber die Feier ja trotzdem machen. Also am 10. Ja. Das ist ein Samstag, am Samstag. Ja, das ist Samstag, genau. Ja. Naja, das ist gar nicht knapp, das bis dahin jetzt alles zu planen. Muss das ja nicht machen. Naja, einer will es ja machen und ich will es auf jeden Fall machen und ich mache es ja auch nicht alleine. Ich krieg ja Unterstützung. Übrigens, was? Von wem? Von Liam und Sean. Ja. Eine Anmerkung dazu, die mir angetragen wurde und die ich gar nicht so doof fand, ist Frage nach dem Beach Club, so mitten im Dezember, vielleicht ein bisschen kühl? Just saying. So mit, also dann Badeunterwäsche und im Wasser gewesen und so. Ja, verstehe ich. Oder wir stellen halt 20.000 also Heizstrahler hin. Ist der Pool beheizt und da sind ja Heizstrahler unter diesen Schirmen, aber ich gucke mir das nochmal an. Okay. Super. Wie vielen Leuten hast du das schon gezeigt? 3? Ich glaube 3. Okay. Ja. Ja, da ich ja immer noch keine Gästeliste habe, kann ich leider auch nicht an mir so genau... Aber Nami, könntest du vielleicht einfach... Ich. Jetzt ist für immer mein Fahrrad da stehen. Wie war dein Tag? Wir müssen nicht reden, wenn du nicht möchtest. Alles gut. Doch, ich frag dich ja. Kannst auch einfach mal deine Ruhe haben. Alles gut, ich frag dich trotzdem. Okay. Ja, ziemlich kurz insgesamt. Ich habe ja viel geschlafen. Ist irgendwas Spannendes passiert? Ja, doch, tatsächlich. KP hat mir... Ich hatte ja gestern mit Santiago geredet, dass wir da irgendwie so ein kleines... einfach so einen kleinen Text machen sollen, was wir da eröffnen wollen und dass man da irgendwie Bock drauf kriegt. Ach du Scheiße. Puh! KP drum gebeten. Nee, warte. Ich hatte extra was ins Navi eingegeben, das war mit Absicht. Das war bei mir nicht zu sehen, deswegen sorry. So, fahren wir dahin. Warte. Das ist gerne noch ein bisschen weiter. Irgendwo. Na, wenn wir dann sehen. Wenn wir da sind. Hatte ihn dann gebeten, dass er da vielleicht mal was fertig macht. Und er hat es tatsächlich gemacht über Nacht. Mhm. Und das haben wir heute an das Gewerbeamt geschickt. Wenn die E-Mail-Adresse denn richtig ist, dann haben wir das gemacht. Gewerbeamt@start.gov. Ja, gut. Dann ist sie richtig. Genau. Ansonsten hat Carsten mit Claire Schluss gemacht heute. Was? Ja. Aber. Warum? Weil die sich vor 2 Tagen wegen eigentlich einer Kleinigkeit gestritten haben. Carsten hat keine Lust mehr. Also quasi die Drama Queen hat keine Lust mehr auf Drama. Eine der beiden. Und für Claire ist das auch irgendwie quasi nicht überraschend gewesen. Ja.
Deswegen haben wir jetzt heute Schluss gemacht. Haben die Leute denn keine Lust mehr, an irgendwas Sachen zu reparieren und sie gleich wegzuwerfen? Ja gut, die waren ja jetzt nicht wirklich lange zusammen und das war ja also von Tag 1 immer kompliziert bei denen. Also ich verstehe schon. Also ganz ehrlich, für ich krieg ständig irgendwelche seltsamen Anrufe und muss dann wieder Therapiesitzungen machen, befinden, ist es besser. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist besser. Und ich glaube, die sind da beide auch vollkommen einverstanden mit. Also, wirkt ja jetzt nicht so, als ob einer von beiden sehr traurig darüber ist. Ansonsten habe ich mal wieder unseren bisschen was für den Kühlschrank gekauft, tatsächlich. Mhm. Weil ich festgestellt habe, dass da irgendwie nur noch Alkohol drin ist, als ich heute frühstücken wollte. Deswegen war ich beim Whistler, habe da ein bisschen was geholt. Mhm. Also, ne? Bagels, Quiche, schokolierte Früchte und sowas. Naja. Wehe, jemand bricht wieder bei uns ein und klaut die Früchte wirklich. Schlag ihm den Kopf. Dann ist aber hier ein persönlicher Krieg. Dann ist aber wirklich vorbei. Ansonsten, ja, war der Tag dann eigentlich schon fast rum. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen vom Büro rumstand. Ein bisschen bei uns gehört hab. Sorry. Ja, ist gut. Aber du hast dann auch mit KP und Sasu und Carsten auf unserer Terrasse gesessen. Was habt ihr da gemacht? Naja, Carsten hat hauptsächlich darüber gesprochen, dass er mit Claire Schluss gemacht hat. Sasu sagt immer gar nichts. Sasu sitzt einfach nur da und wenn irgendwas Lustiges passiert, dann lacht er immer kurz. Das ist Sasu. Und KP hat in der Zeit... Weiß ich auch nicht. Übrigens sehr witzig, heute war der Tag der... Der Telefonate, immer wenn man einen Namen zu häufig nacheinander gesagt hat, hat derjenige plötzlich jemanden angerufen. Echt? Also wir hatten dann irgendwie angefangen, über John zu sprechen und zack ruft John irgendwie KP an. Das war ziemlich witzig. Und vorhin war es auch so, dass wir häufiger deinen Namen gesagt haben und zack rufst du mich an. Das war ziemlich witzig. Das war ziemlich witzig. Warum genau wollte KP vorhin nicht mit mir telefonieren? Ach, keine Ahnung. Weil ich ihm tatsächlich ja mal gesagt habe, dass das nicht immer der CEO machen muss, wenn er irgendwas hat und Dynasty auch andere Mitarbeiter hat. Und deswegen wollte er nicht mit dir telefonieren, aber der sagt mir jeden Tag quasi mindestens einmal, ja, und ich habe Dynasty eine E-Mail geschrieben, die haben es seit 2 Wochen nicht, ne? Ich denke mir dann, oh, happy. Dann soll er einfach ins Büro vorbeikommen mit Claire und sie reinschreiben lassen. Ah. Ja, also die muss er ja auf jeden Fall da wieder einziehen, also von daher. Genau, du musst noch ein Stückchen weiterfahren, bitte. Einfach weiterfahren. Viel weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, vielleicht. Je nachdem, wie viel du rast, schaffen wir das vielleicht sogar bis zur Unendlichkeit. Genau, die nächste links. Mhm. Und jetzt kannst du hier irgendwo halten, weil jetzt müssen wir laufen. Ich glaube, das ist okay. Was hast du von Sasu? Ich frag für einen Freund. Wie, was habe ich von Sasu? Ich habe nur gesagt, dass Sasu immer nicht redet, sondern wenn ein Witz gemacht wird, lacht er dann irgendwann und dann weiß man, dass er noch da ist, mental. Das ist alles. Ich glaube, das brauchst du gerade. Wie war dein Tag? Wie gesagt, meiner nicht so ereignisreich. Du musst nicht drüber sprechen, wenn du nicht willst. Wir wollten in den Norden, dann hat Nami noch 10.000 Mal mit anderen Leuten geredet. Ich stand da dumm rum und habe gewartet. Mhm. Dann sind wir endlich losgefahren. Dann war wieder irgendwas anderes, weswegen wir zurück mussten und irgendwo anders halten mussten. Das hat mich alles super genervt. Das habe ich durchaus gemerkt, ja. Weil wir seit 2 Wochen hinterherhinken mit dem Norden und jedes Mal kommt da irgendwas zwischen. Ich will das weghaben endlich. Ja, das glaube ich dir. Ich würde dir ja gern helfen, aber schwierig. Ja.
Außer ich fange wieder als Praktikantin bei euch an. Sitze den ganzen Tag am Telefon, koche Kaffee. Lustiger Fun Fact. Wir schreiben wahrscheinlich bald eine Stelle aus für eine Person, die nur an die Leitstelle geht und quasi die Leitstelle für uns macht. Bin interessiert. Quasi mit wie so einem Leitstellenblatt. Und dann uns einteilen. Ich bin sehr interessiert. Sag mal, wenn du es ausgeschrieben hast. Vielleicht bewerbe ich mich ja. Mache ich. Muss ich wenigstens keine Häuser verkaufen. Ach ja, und ich habe natürlich heute dann tatsächlich, ich glaube, 1,5 Stunden, 2 Stunden damit verbracht, während des Sonnenuntergangs die Westküste lang zu fahren. Und mir den Strand hier anzugucken. Um nach einem schönen Plätzchen für uns zu suchen. Ich kann dir nachher auch noch ein paar Fotos schicken. Ich habe zwischendurch Fotos gemacht, um dir so ein bisschen zu zeigen, was ich so gefunden habe. Mhm. Und natürlich ein bisschen Mitspracherecht hast. Achso, nur ein bisschen, ja? Nur ein bisschen. Ja, aber ich habe jetzt was gefunden, wo ich mir denke, das ist es. Außer du hast was gegen, natürlich. Ein Strandspaziergang mit dir, dass ich das noch erlebe, Dom. Ja. Und hier stand ich. Schade, leider nicht bei Sonnenuntergang, aber ja. Ach. Der Mond tut's auch. Richtig. Ich finde das Wasser schön so glitzern, das passt schon. Mhm. Uff, jetzt hätte ich beinahe so einen richtig schnulzigen Spruch gebracht. Echt, welchen denn? Mhm. Außerdem bist du meine Sonne, wollte ich sagen. Oh. Ja. Wie fandest du meinen Brief heute früh, ja? Super süß. Habe ich dir geschrieben. Dankeschön. Ja, sonst machst du das mal für dich und da ich jetzt mal ab und zu früher wach bin, jetzt dachte ich, jetzt kann ich dasselbe auch mal machen. Dankeschön. Hab mich sehr gefreut. Allein, dass der Brief einfach da lag, hat mich schon gefreut. Da hatte ich ihn noch nicht mal gelesen. Mhm. Da liegt ein Brief. Mhm. Ich sag dir jetzt besser nicht, dass ich auf anderem Weg dahin gekommen bin. Bist du wieder irgendwo runtergefallen? Ich bin nicht runtergefallen, aber es war sehr steil und ich hatte sehr viel Angst. Aber ich bin da runtergegangen, weil das deutlich kürzer war und man nicht so lange laufen musste und ich fast nicht wieder hochgekommen wäre, weil es so steil war. Und das soll das heißen. Ich war heute nicht arbeiten. Echt? Es war... Nee, gar nicht, tatsächlich. Das war mal wieder seltsam. Hat mich aber nicht gestört, außer dass ich halt ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe. Aber das ja auch nur, weil ich... Ja. Weil ich immer noch ein Helfer-Syndrom habe, Dom. Das werde ich nicht los. Ja, das stimmt. Ja, aber ich habe schon wieder zweimal, glaube ich, heute Baycare-Krankenwegen bei uns in der Stadt gesehen und das hat mir dann wieder gezeigt, so, okay, vielleicht ist es ganz gut, dass du nicht arbeitest. Ist da jemand müde? Nee. Nee? Flunkerst du? Nein. Okay. Ich glaube, du bist hier diejenige, die Mühe sein muss, ne? Mhm, ja? Bin ich auch. Den ganzen Tag. Oh Gott, oh, ich will doch einfach nicht mehr. Was denn? Ja, Duke. Oh, super. Ich gebe ihm gleich einen Tipp. Mit Flugmodus und so. Immer aussieht, wenn man dieses Telefon in der Hand hat und rumläuft, ne? Gerade bei Männern. Das sieht so bescheuert aus.
Finde es aber cool, dass man Gesten macht, während man telefoniert. Finde ich ganz nice. Komisch. Das ging alles irgendwie viel schneller, als wir gerannt sind. Aber wir hatten ja auch keine Zeit. Die Sonne ist ja quasi, ne, am Runterticken gewesen. Wir hatten keine Zeit. Gute Nacht, Sasu. Nee, lange wird's nicht mehr. Zeig ihm das jetzt, dann fahren wir nach Hause. Muss ja auch noch zurücklaufen. Ich werde verfolgt. Guck mal, da läuft so ein Typ hinter mir. Und macht einen auf unauffällig. Der war mit dem Handy telefoniert die ganze Zeit. So zumindest so. Der bewegt nämlich nie die Lippen. Hört einfach nur zu. Naja, ja. Bin abgebogen, ey, komm mit. Sowas. Hallo, Knaller. Der folgt uns weg. Soll ich dir mal einen Tipp geben, ne? Flugmodus. Wenn du einfach keine Lust mehr hast, Flugmodus. Ja, das geht ja auch nicht. Ich weiß. Stell dir mal vor, dann ruft das, will mich das MD anrufen und ich bin nicht da. Wieso soll ich das MD anrufen? Als irgendjemand einen Autounfall hatte, Nami oder so. Oder du? Weil du wieder umkommst. Du sollst ja nicht immer. Du sollst ja nicht immer den Flugmodus. Du sollst nicht immer. Du sollst ja vielleicht jetzt den Flugmodus reinmachen. Nicht immer. Herr Fast, was sagen Sie? Und ich kann dir sagen, dass genau dort die Sonne untergeht. Also Frau Fast, ich muss sagen, das sieht wunderschön aus. Ja, gefällt es dir? Ja. Deswegen habe ich gefragt, ob es wirklich unbedingt Strand sein muss. Nein. Aber erstens sind wir hier absolut ungestört. Zweitens hört man hier nichts außer das Meeresrauschen. Drittens ist es ein bisschen grün, das mag ich irgendwie auch. Ich mag die Bäume hier, das ist ganz cool. Und wie gesagt, direkt vor uns geht die Sonne unter. Und dann sieht das hier wunderschön aus. Ich habe auch kurzzeitig den Steg da drüben überlegt, aber der ist dreckig. Also richtig dreckig. Mit Müll und so, mit Fässern drauf und so. Nee. Deswegen wollte ich den nicht machen. Könntest du theoretisch auch was ganz da vorne machen. So. Ja, ist aber erstens gefährlich. Und zweitens steht man die ganze Zeit in den Büschen. Das fand ich dann nicht so gut. Also ich würde das schon hier machen. Ja gut, gefährlich ist, glaube ich, unser zweiter Vorname. Weiß nicht. Zumindest deiner? Oder gefährlich, fast. Fast ist ein komischer Name. Ja, aber also dein Vorname, zweiter Vorname ist, ich falle irgendwo runter. Wow. Der war hart. Wie oft warst du hart. Im MD, weil du irgendwo runtergefallen bist? Zweimal. Vielleicht dreimal. Wie oft bist du generell irgendwo runtergefallen? Viermal. Mit KP? Viermal. Ich war nur einmal nicht im MD. Gott sei Dank ist das nicht normal passiert. Und Gott sei Dank bist du noch nicht von unserem Balkon gefallen. Das stimmt, das ist mir noch nie passiert, obwohl ich schon ein paar Mal betrunken war. Huch, was? Was? Wie ein paar Mal? Tja, eigentlich immer, wenn du nicht da warst. Warum kriege ich das nie mit? Was soll denn das? Weil ich das nur mache, wenn du nicht da bist. Ja, warum? Wenn du da bist, kann ich mich anscheinend gut zusammenreißen. Ja, ich merke schon. Du willst nicht, dass ich dich betrunken erlebe. Gib's doch zu. Richtig, das wäre nämlich viel zu lustig für dich. Du würdest vor Lachen einfach sterben. Bestimmt nicht. Das möchte ich nicht. Weiß ich nicht, Banz. Ich glaube, das ist jetzt damit erledigt. Ich glaube, du würdest einfach nur ganz viele süße Sachen sagen, wenn du betrunken bist. Ah, tatsächlich. Wahrscheinlich schon. Frag mal KP, der weiß das. Wobei, nee, der war betrunken. Der weiß es nicht mehr. Obwohl, nee, er war betrunken. Findest du gut, ja? Mhm. Okay.
Ich hatte Nami schon das mit den Terminen gesagt, da du ja kurz, bevor du wieder Kopfschmerzen hattest, meintest, dass Allison das jetzt bestätigt hat, den 6. Ja. Das heißt, das weiß ich schon, dann kann ich ihr morgen sagen, wo. Mhm. Ist doch super. Hat sich heute ja richtig gelohnt. Achso, warte mal, ich kann dir einfach mal die Bilder schicken. Da weißt du, wie es bei Sonnenuntergang aussieht. Wobei ich hier halt sehr spät schon war. Also war die Sonne schon fast weg. Ja, alles gut. Aber hauptsächlich kriegst du einen Eindruck. Moment. Warte mal. Hab ich hier keinen gemacht? Doch. Oh Gott. Ah doch. Wie gesagt, war halt schon sehr spät. Oh, ich muss kurz mal Caroline anrufen. Okay. Hey Caroline, ich habe noch bis 22.45 Uhr gearbeitet und bin jetzt mit Harriet unterwegs. Also wir schaffen es wahrscheinlich. Aber wir gucken uns gerade die Location für unsere Hochzeit an. Deswegen. Ja, trotzdem. Ja, mach. Ich komme einfach mal zur Videos vorbei, ganz einfach. Was? Wo bist du denn schon wieder, ha? Huh? Achso. Immer diese Leute, die wegfliegen müssen. Liebe Grüße! Ja, ist ja okay. Liebe Grüße von Harriet. Liebe Grüße zurück. Danke. Brauchst du ein Taxi nur? Ja, nee, auf keinen Fall. Dann euch noch viel Spaß. Danke dir, ciao. Kevin hatte mich nämlich eingeladen heute zu einer Rooftop-Party bei Juicy Jam Records. Ah. Kannst du theoretisch noch hin, du bist ja ein bisschen länger, aber. Ach, da kam wieder einiges dazwischen. Du kannst jetzt theoretisch noch dahin. Nein. Doch? Nein. Kann ich nicht. Und ich wollte da eigentlich mit dir hin. Weil Harriet, Harriet, ich bin einfach durch. Weil Caroline gemeint hat, ich soll da mit dir hingehen. Und ich wollte auch mit dir hin. Dann machen wir das nächste Mal. Ja. Weil Rudolf hat morgen Geburtstag. Oh, Mist. Also quasi rein, in wenigen Minuten, ja, okay. Ja. Das erste Bild, was ich dir geschickt habe, ist tatsächlich ein Stückchen von weiter hinten hier. Ja, ungefähr hier so. Wie gesagt, die Sonne würde noch ein bisschen anders stehen, wenn ich früher da gewesen wäre. Ich glaube so 20 Uhr oder 19.45 Uhr ist tatsächlich eine gute Uhrzeit. Was Sonnenuntergang angeht. Oder sogar 19:30. Irgendwie sowas. Das sieht echt schön aus. Allison wird uns dann die Tage wahrscheinlich anrufen wegen den Fragen, die sie an uns hat. Wegen dem was? Wegen den Fragen, die sie jetzt noch stellen wollte. Ja, können Sie gerne machen. Wir sind ja quasi vorbereitet. Quasi? Quasi. Also wie gesagt, das Foto habe ich ungefähr hier so mit den Bäumen drauf gemacht. Wow, stand wirklich mitten im Busch. Hervorragend. Und die anderen Fotos sind halt noch andere Stellen, die ich noch gefunden hatte, aber ich glaube, das hier toppt tatsächlich nichts. Nee.
Vor allem, was halt, ich sag jetzt mal, Einsamkeit, Zweisamkeit angeht. Du weißt schon, was ich meine. Hm? Zweisamkeit meinst du, glaube ich. Zweisamkeit. Ja. Also Fünfsamkeit in dem Fall dann. Fünfsamkeit, jawoll. Richtig. Oh Gott, ja krass. Muss los. Guckst du schon wieder Dinge an, die du nicht angucken solltest um diese Uhrzeit? Nee, weiß nicht. Okay. Ich hab grad nur kurz auf Wienet geguckt und da war sein erstes Profilbild geändert. Ne? Da oben stand mein Roller. Da oben? Ja. Da bin ich vielleicht du bist runtergelaufen. Da unten runtergelaufen? Ja. Oh Gott. Liebling, ey. Ja, was denn? Irgendwann muss ich dich von da unten aufsammeln, oder was? Nein, ich habe nicht vor, hier häufiger herzukommen. Nur noch einmal eigentlich. Ja, vielleicht zweimal. Einmal mit Nami noch oder so. Weiß nicht. Und erst dann habe ich mir halt die Frage gestellt, wie zum Teufel soll ich da eigentlich mit Brautkleid hinkommen? Und ja, dann muss man halt einmal außenrum gehen. Oh Gott, ich muss mir noch ein. Oh Gott. Aber dann macht man ja einen schönen Strandspaziergang. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich muss immer noch shoppen gehen. Du brauchst einen Anzug, ja. Richtig. Wobei du hast Anzüge. Aber für den Tag werde ich wohl einen tragen. Musst du nicht. Doch, werde ich. Musst du aber nicht. Werde ich aber. Okay. Hat KP heute wieder irgendwas mitgehen lassen? Nö, der wollte ja nur ins Bettchen sich legen. Hast du mitbekommen beim Telefon? Der hätte ich ihn aber rausgezogen, ganz ehrlich. Er meinte, da hat er kein Problem mit. Ja. Was, wenn ich ihn aus dem Bett ziehe? Ja. Und er meinte, wenn wir uns mal ein Bärenfell zulegen für vor den Kamin, dann würde er sich auch einfach dahin legen. Auf keinen Fall. Er hat ein eigenes Haus. Ja, noch. Was heißt denn hier noch? Ja, bis ich ihn überrede, Minusgeschäfte zu machen. Ach, das wird schon. Na, dann bin ich gespannt. Achso, warte, das kann ich dir eigentlich auch kurz schicken. Das hat er echt ganz süß gemacht, eigentlich. Nicht wundern, die Tippfehler habe ich ihn dann noch rausmachen lassen, bevor wir das weiter... Ach nee, wir haben es ohne Tippfehler weitergeschickt. Ich habe es ja weitergeschickt, stimmt. Was will denn Sora jetzt machen? Frag sie doch. Oder lass es lieber. Je nachdem. Na, okay. Hey, Sora. Ja, ganz süß. Ich fand das süß. Werd schon wieder verfolgt von irgendeinem Typen, der so tut, als würde er telefonieren. Ist wirklich unangenehm. Ja, und er macht immer so Gesten, als würde er wirklich telefonieren. Richtig unangenehm, aber bewegt nie die Lippen. Das ist verwirrend. Er hört immer nur zu. Ich habe das Gefühl, der Typ ist mal auf dem Hinweg schon hinterhergelaufen. Weiß nicht. Oh. KP, wir brauchen einen Jingle. Nein, 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 nein. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nicht süß. Süß ist süß. Süß ist süß. Jetzt lauft der noch nicht voraus hier. Ich muss ja nicht bei deinen Telefonaten lauschen. Ich so, meinst du, hast du gerade noch Zeit? Nein. Ich bin gerade mit meiner Verlobten unterwegs. Wir wollen eigentlich ins Bett. Seit wann bist du verlobt? Ich so, seit einer Woche mindestens. Länger schon, glaube ich. 2 Wochen, glaube ich schon. Echt? Schon 2? Ja, ich glaube schon. Das ist schon ein ganzes Stückchen hin. Und dann sie so, wer ist denn der? Das ist Harriet. Ah, die Rothaarige, die habe ich schon kennengelernt. Hä, was? Wer? Ja, keine Ahnung. Die Rothaarige, hat sie gesagt. Nee, mit wem hast du telefoniert? Sora. Unicorn. Ach, ist das die Chefin da? Ja. Ah, ja, die kenne ich von Johns Jungseinabschied, ja.
Ja, klar. Klar. Der berühmt-berüchtigte Junggesellenabschied, ja? Ja, war echt ganz witzig. Warte, sind wir hier hoch? Hier hoch? Nee. Ein zweiter noch, ne? Nee. Ja. Orientierung und ich werden keine Freunde mehr. Na, zum Glück hast du das Leben der Navi, ha? Mhm. Versuch mittlerweile ohne Navi klarzukommen. Echt? Funktioniert? Mhm. Ja, also jetzt nicht die schnellsten Wege, aber ich komme an. Ja gut. Das ist ja, schnell ist ja immer Interpretationssache. Richtig. Und es liegt an dem Fahrstil, den du hast. Wow. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, es gibt Leute, die halten sich an die Geschwindigkeit, es gibt Leute, die halten sich nicht dran. Ja. Und selbst und die Leute, die sich nicht dran halten, sind mit dem, in Anführungszeichen, längeren Weg fast genauso schnell wie du mit dem schnellen. Ja. Weil du dich dran hältst. Ja. Und nur Roller fahren. Beziehungsweise ja. Heute Fahrrad. Oh scheiße, jetzt steht mein Fahrrad. Nee, egal. Lass es abschleppen. Da steht ja voll vor deines Ding jetzt rum. Ja und? Wieso soll es abgeschleppt werden? Ja, weiß nicht. Steht vielleicht im Weg oder so. Weiß nicht. Nö. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann ein neues Büro. Wieso? Weil wir 11 Mitarbeiter sind und das Büro einfach zu klein ist und die Parksituation echt scheiße. Ja, okay. Verstehe ich. Aber ihr habt doch eine Garage, oder nicht? Keine öffentliche. Verstehe. Hm. Ja, ich kenne da so eine Privatdetektei, die wäre interessiert an eurem Büro, das ihr jetzt habt. Das wäre auf jeden Fall nicht groß genug. Zu groß. Hm. Zu klein. So rum. Verdammt. Vielleicht bin ich ein bisschen müde. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Wir sind da hochgekommen. Ja gut, hast du angeguckt? Wir da hochgehen, oder? Ja, klar. Hattest du angeguckt, was ich dir geschickt hatte? Nee, noch nicht. Okay. Hast du mir ein PM geschickt oder in Wienet? Wienet. Okay. War ich gleich im Auto. Es war halt schon schwierig genug für mich, eine E-Mail an das Gewerbeamt zu schreiben. Wirklich. Echt? Warum? Er wollte den Empfänger nicht nehmen und ich musste da irgendwie, weißt du schon. Weißt du, den Enter Empfänger. Ja, genau. Hätte ich dir sofort sagen können, wenn du angerufen hättest. Ja, natürlich, ruf dich an. Dom, sag mal, wie schreibt man eigentlich ein E-Mail? Ja, klar, ruf ich da. Ja, auf jeden Fall. Weil du genau nicht weißt, ich hatte damit beruflich zu tun. Ja, genau. Hätte dir das was sagen hältst, was hältst du denn bitte von mir, wenn ich dich mal hinkriege, eine E-Mail zu schreiben? Ich bitte dich. Nee, das haben wirklich viele. Ich hab's selber hingekriegt. Ich hatte das vorher auch. Also einmal. Ich hab's nicht. Wusstest du so, hä, warum? Jetzt müssen wir hier nach rechts. Ja. Es ist lieb von dir, dass du mich nicht alleine im Wald aussetzt. Warum sollte ich das? Ja, weiß nicht. Einfach, weil du es kannst. Ja, aber nee. Sport für heute gemacht. Bergab, bergauf. Ich habe heute tatsächlich sehr viel Sport gemacht. Bin morgens erstmal zum Stadtpark gelaufen. Echt, dann warum? Mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, weil da mein Roller stand. Wo steht der jetzt? Der steht zu Hause. Okay. Das Fahrrad steht bei Dynasty. Auf und davon. Ich hoffe, das konnte deine Laune wieder ein bisschen bessern. Ja. Okay. Sowieso die Zeit mit dir. Okay. Was wollte John vorhin eigentlich? Ob ich mich wirklich um Markus Junggesellenabschied kümmere oder nicht.
weil er keine Zeit dafür hat, dann hatte ich halt gesagt, ja, ist kein Problem, John, kann ich dir helfen, mache ich dann für dich. Und ja, jetzt fragt er halt, ob ich es wirklich mache. Aber ich hatte die letzten zwei Tage halt jetzt nicht wirklich Zeit dafür, ehrlicherweise. Ich kann das morgen machen oder so. Mal schauen. Was, hast du schon eine Idee, oder? Ja, ich habe eine Idee. Muss aber dafür ein paar Leute fragen. Echt, was denn? Also John möchte gerne, dass es so unangenehm wie möglich für Marcus ist. Ja? Das heißt, ich habe natürlich überlegt, man könnte wieder jemand anderen für Marcus tanzen lassen. Das ist ja aber schon, das kennt er schon. Er war ja auf dem Junggesellenabschied von John dabei. Weißt du, damit kann ich ihn nicht schocken. Deswegen habe ich die Idee, dass wir in dieses Bergdorf gehen, hier von der Wahrheit. Mhm. Und da wieder so ein Hot Tub Studio aufgebaut wird und dann Marcus für uns tanzen muss. Und zwar im Hot Tub, weißt du, so mit, wir schieben ihm dann das Geld zu und dann muss er, keine Ahnung, anfangen zu singen und, keine Ahnung, Oberteil ausziehen für $1,000 oder sowas, weißt du? Mhm. Ja, das wäre mein Plan. Und je nachdem, wie viele Leute da mitmachen sollen, könnte man da sogar hinfliegen. Mit irgendwie 2-3 Helis. Je nachdem. Willst du nur die Helis herkriegen? Vom MD. Ach so, so ein Ding ist das. So ein Ding ist das, ja. Wir machen da hier Hochrisikoeinsatz beim Bergdorf. Da war ich vorhin erst. Ich dachte einfach, ich sterbe einfach, wenn ich da hochfahre. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Wasserturm da gesehen, der da mittendrin stand? Ja. Weißt du noch ungefähr, wie klein der ist? Ja. Darauf musste ich landen. Mit dem Heli. Warum? Weil das Johns Prüfung war. Da drauf zu landen. Man, der hat doch nicht alle Latten am Zaun. Nachts. Ich hab's aber mehrfach geschafft. Ja, du bist doch einfach eine gute Pilotin. Ja. Musste auch im Hafen auf so einem Steg landen. Auf einem. So einen kleinen. Wow. Mhm. Richtig. Aber der Wasserturm war wirklich. Also. Der Wasserturm war wild. Weil der Kufen passen da gerade so drauf. Also man muss wirklich punktgenau landen. Müde? Mhm. Mhm. Ja, das merkst du schon, du lädst dich die ganze Zeit schon an. Kann gar nicht sein. Doch, kann. Ich will einfach nur kuscheln. Ja, beides. Anlehnen und kuscheln. Wolltest du den Roller eigentlich nicht mal umlackieren lassen? Der ist ja quasi umlackiert. Und dann dachte ich mir, hey, wenn der Chefmechaniker von Diablo Customs den Roller genau so für mich sieht, als kleiner Künstler, dann ist das jetzt wohl mein Roller. Dann ist das jetzt. Also, man kann nicht behaupten, dass dieser Roller jemals verwechselt werden wird. Scheiße, wenn ich Privatdetektiv bin, brauche ich ein anderes Fahrzeug. Fuck. Ja. Mist. Dann nehme ich einfach die 20 unangemeldeten Roller. Die ich noch besitze. Oder stellt einfach einen Chauffeur ein. Ja, oder so. Ich packe kurz die Sachen in den Kühlschrank, ja. Jupp. Da kann ich auch eine Kleinigkeit essen. Ja, kannst du. Solange es frisch ist. Mhm. Wir haben wirklich nur Alkohol zum Kühlschrank. Das ist ich weiß. Fragwürdig. Warum? Was passiert hier? So. Och, Mann. Na, theoretisch ist der Alkohol ja für unsere Einweihungsparty, die wir eigentlich irgendwann mal machen wollten. Aber. Ja. Das glaube ich nichts mehr. Falsch rum. Oh. Jetzt geht jedes Mal, wenn ich Enter drücke, weil ich hier irgendwas auswählen muss, geht jetzt jedes Mal mein fucking Ordner auf. Warum? Es ist nichts ausgewählt. Och, Mann. Och, Mann. Warum? Und ich krieg's nicht weg. Ach, ganz ehrlich, wir machen einfach unsere Einweihungsfeier und unsere Hochzeitsfeier einfach hier. Ganz ehrlich. Groß genug möchtest. Ist das Grundstück. Wenn du möchtest.
Nein, alles gut. Doch, klar. Ja, das lassen wir aber. Naja, der Nami kümmert sich darum. Haben wir ja nicht, was, nicht zu entscheiden. Was soll ich noch? Oh, Krebs. Lecker. Wenn du die jetzt isst, dann wirst du ja noch süßer. Ja. Dann falle ich ja bald um, weil du so süß bist. Zuckerschock. Kriegst Diabetes. Ja. Würde ich in Kauf nehmen. Ja, das sowieso, bloß mal. Wir können nicht immer die gleiche spielen, das geht nicht. Okay, sehr gut. Kein KP hier, sehr schön. Nein, den habe ich nach Hause gebracht. Was? Du hast ihn rausgeprügelt? Nein, den habe ich nach Hause gebracht. Achso, ich habe verstanden, du hast ihn da rausgeprügelt. Das wäre lustig gewesen. Oh mein Gott, ich habe heute... Oh mein Gott. Warte, ich muss erst aufhören zu lachen, bevor ich erzähle. Pass auf, ich lese dir das gleich vor, ja, wenn ich rausgezogen habe. Warte kurz. Oh mein Gott, das war so gut. Ich dachte echt, ich lege mich direkt wieder hin. Hat echt... Oh. So. Was du kannst, kann ich schon lange. Ja, passt perfekt. Ja. Oh mein Gott, du hast über dich gekauft. Ja. Ich glaube, die hattest du noch nie an. Nee, hatte ich dann nicht. Ich hab immer noch gewartet, dass du das anziehst. Ja, verstehe. Ja, sehr gut. Ja, ja, wunderbar. Verdammt. Versteht ihr? Aber warum? Warum mal, steht ihr das? Weiß ich nicht. Aber jetzt mal ehrlich, seit wann gibt es Merch von dir und H1? Keine Ahnung, warum es überhaupt Merch von mir gibt. Ich weiß es nicht. Aber warum nicht? So bekannt bin ich nicht. Bin ich schon. Okay, irgendwie komme ich gerade den Sessel nicht hoch. Ich weiß nicht, warum. Bin, glaube ich, einfach zu gespannt. Frech. Brauchst du Motivation, guck. Siehst du? Ja. Jetzt hattest du Motivation, ja, ins Bett zu gehen. Ja, das ist absolut richtig. Ja, siehst du. Ohne Motivation funktioniert hier gar nichts. So. Oh Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, langsam, vorsichtig. Niemandem wehtun, perfekt. Was, du kannst wirklich alles tragen, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Außer diese Herzchenunterhose, die kann außer keiner diese, tragen. Ja, nein. Die war beim ersten Mal witzig, als ich sie gesehen habe, dann nicht wieder. Also wirklich nicht. Ach scheiße, ich wollte die SMS vorlesen, ne? Ja. Pass auf. Ausnahmsweise das Handy mal im Bett rausholen. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ja, alles gut. Ja, sonst machst du das immer, ne? Also pass auf, ich habe von einem Kollegen von mir, ja? Von Cruz. Habe ich eine SMS für heute Morgen gesehen. Die heißt einfach nur, du sag mal, Elfchen, hast du KP geschlagen? Der war wegen stumpfer Gewalteinwirkung im Gesicht im MD und meinte, das war eine Frau. Solche SMS bekomme ich von meinen Kollegen. Wenn du jetzt fragst, ob ich es wirklich war, ne? Bin ich enttäuscht. Ich war es nicht. Komm, ich war es nicht. Ich weiß nicht, aber anscheinend denken alle ich was. Ich find's so lustig. Ich würde so lustig finden. Ich weiß, dass du das nicht warst. Ich weiß nicht. Vielleicht sollen es auch alle denken. Was? Vielleicht sollen es auch einfach alle denken, dass du das nicht warst und du warst es dann trotzdem. Ja, vielleicht. Ich bin ja eigentlich gewalttätig. Five Head Move. Guck mal, ich bin der perfekte Privatdetektiv. Genauso mache ich das die ganze Zeit. Mhm. So diese doppelte Verneinungspsychologie. Das heißt, als Privatdetektiv läufst du den ganzen Tag im Mantel rum und so? Ja. Ich habe Kippi auch gesagt, er ist ein Privatdetektiv, stell ich mir vor, in so einem Trenchcoat, mit so einem Hut auf, weißt du, eine Zeitung in der Hand. Den Trenchcoat, den habe ich ja zufälligerweise schon. Warte, was er angezogen hat, sie danach. Der meinte nur, warte kurz. Ist ins Haus gegangen, kam raus mit Trenchcoat, einem Hut auf, eine Zeitung in der Hand. Ich konnte nicht mehr. Das war großartig. Das war schon sehr witzig. Aber Zeit für uns zu schlafen.
Beide. Absolut. Ja. Traut dir mal, dass du heute Jahre so schlecht drauf bist. Ach, alles gut. Jeder hat mal so eine Tage, ne? Ja, klar. Schlaf gut. Du auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bis morgen. Morgen.